gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz am Montag, den 17. Juli. In unserer gemeinsamen halben Stunde blicken wir zunächst nach Görlitz. Am Samstag und Sonntag fand hier bei strahlendem Sonnenschein und über 30 Grad der traditionelle schlesische Tippelmarkt inmitten der Altstadt statt. Wir waren mittendrin. Bei strahlendem Sonnenschein lud die Görlitzer Altstadt wieder ein zum traditionellen schlesischen Tippelmarkt. Den über 30 Grad im Schatten zum Trotz präsentierten an über 70 Ständen Töpfer aus drei Ländern ihr Handwerk mit all seinen Facetten. Der Markt erstreckte sich vom Obermarkt Brüderstraße bis zum Untermarkt. Umrahmt von einem bunten Kulturprogramm werden auf dem Görlitzer Tippelmarkt ausschließlich handgefertigte Waren angeboten, streng kontrolliert von Vertretern der Töpferinnung. Einen ausführlichen Bericht vom Tippelmarkt in Görlitz zeigen wir Ihnen in Kürze hier im Programm der Lausitzwelle. In wenigen Tagen startet in Amsterdam die größte Breitensportveranstaltung der Welt, die diesjährige Weltgymnastrada. Aus der Elbe-Elster-Region werden der Spielmannszug TV Deutsche Eiche Hirschfeld und das Sportensemble Elsterwerder daran teilnehmen. Auf dem Sportplatz in Hirschfeld verabschiedeten sich die Teilnehmer nun zum großen Event. Das Sportensemble zeigte Ausschnitte aus dem Programm für die Weltgymnastrada und auch der Spielmannszug zeigte Auszüge aus seinem Können. Landrat Christian Jaschinski und Thomas Hetwer von der Sparkassenstiftung Zukunft Elbe-Elsterland wünschten viel Erfolg und gutes Gelingen. Das war ja Wahnsinn! Du, wie lange bist du denn schon dabei hier? Hä? 100 Jahre. Dann zeig mal, wie alt du bist. Sag mal, bist du schon? Drei? Ich hab's mal. Ey, super. Also, komm, wir schlagen einmal ein. Habt ihr richtig gut gemacht. Und ja! Wir sind richtig froh, dass es so eine Vereine gibt, die hier in Elbe-Elster ein bisschen auch das Aushängeschild dann in der ganzen Welt sind, in Amsterdam, in den Niederlanden. Ihr seid unsere Botschafter aus dem Landkreis Elbe-Elster, aus eurer Heimatstadt, von eurer Straße, aus eurer Gemeinde, von eurem Verein. Und das Sportensemble und Musik gemeinsam, der Spielmannszug aus Hirschfeld, das zeigt wieder, in Elbe-Elster spielt die Musik. Und ich muss für beide Vereine ist es nicht die erste Teilnahme an der Gymnastrada. Der Hirschfelder Spielmannszug hat zudem auch schon das nächste große Event im Blick. Sie werden im kommenden Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris dabei sein. Der Stadtrat von Bischofswerda hat in einer seiner jüngsten Sitzungen den städtischen Verkehrsentwicklungsplan beschlossen. Dieser enthält eine Reihe von Maßnahmen, die zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit und zu einem besseren Verkehrsfluss beitragen sollen. Dazu zählt unter anderem die Einführung von Tempo 30 an der Bautzener und der Munschigstraße. Hinsichtlich der Karl-Liebknecht-Straße wird vorgeschlagen, diese beidseitig befahrbar zu machen, um eine Alternative für die Befahrung des Altmarktes zu schaffen. Letzterer soll nach den Vorstellungen der Planautoren an zwei Stellen für den Durchfahrtverkehr gesperrt werden, an der Bautzener Straße und an der Hermannstraße. Dadurch soll die Funktion des Marktes als gute Stube der Stadt gestärkt werden. Einen Problemfall vor allem für den Radverkehr stellen die Bahnunterführungen im Süden von Bischofswerda dar. Hier wäre eine Einbahnstraßenregelung für Neustädter und Süßmilchstraße denkbar. Weiter geht es jetzt mit den Neuigkeiten aus dem Elbe-Elsterland. Hier geht es um Innovation. Ein Lausitzer Unternehmen wurde nämlich vom Bundeswirtschaftsministerium für ihr besonderes Heizungssystem ausgezeichnet. Was es so besonders macht, wir sagen es Ihnen jetzt in den Kurznachrichten vom Tage.
Das Unternehmen Etapart in Tröbitz wurde auf dem Innovationstag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz für sein Produkt Etahybrid ausgezeichnet. Beim Etahybrid-Rezirkulationsstrahler handelt es sich um ein sehr energieeffizientes Hallenheizungs- und Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung, welches neuesten Standards entspricht. Das System vereint Strahlungs- und Lüftungswärme in einem Hybridsystem mit einer Effizienz von über 75%. Erst vor wenigen Wochen wurde das Etahybrid-System im Rahmen der Internationalen Handwerksmesse München mit dem Bayerischen Staatspreis für besondere gestalterische und technische Leistungen verliehen. An der Grundschule in Nehersdorf in Finsterwalde konnte der lang ersehnte Schulergänzungsbau feierlich übergeben werden. Für die Gesamtkosten von rund 3,2 Millionen Euro entstanden auf gut 1000 Quadratmetern mehrere neue Unterrichts- und Verwaltungsräume, Zimmer für Schulsozialarbeiter und Schulkrankenschwester sowie Fach- und Vorbereitungsräume. Des Weiteren wurde der Schulhof saniert. Dabei wurden unter anderem die Spielgeräte und Sitzmöglichkeiten erneuert. Gewinner der Ferry Porsche Challenge in diesem Jahr stammen aus Sachsen. Die sächsische Organisation Tanzart aus Schürgiswalde-Kirschau hat die Jury mit einem generationsübergreifenden Tanzprojekt überzeugt und erhielt einen der drei Hauptpreise, die mit 75.000 Euro dotiert sind. Der Verein Kulturfabrik Hoyerswerda konnte mit seiner Projektidee Cook im Park einen der dritten Plätze belegen und kann nun mit einem Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro das generationsübergreifende Kunstprojekt im Sommer 2024 umsetzen. Die Ferry Porsche Stiftung prämierte 50 Projekte, die den Zusammenhalt stärken und Ausgrenzung entgegenwirken. Insgesamt wurden dabei Fördermittel in Höhe von 1 Million Euro vergeben. Die Ferry Porsche Stiftung wurde 2018 gegründet. Sie fördert und initiiert gemeinnützige Projekte in den Bereichen Soziales, Umwelt, Bildung und Wissenschaft, Kultur und Sport. Seit heute bis voraussichtlich zum 14. August erfolgt der Ersatzneubau des Durchlasses Werkstraße Südgraben im Spremberger Ortsteil Terpe. Der Durchlass wird dabei fließtechnisch korrigiert. Das Vorhaben führt der Landkreis Spree-Neiße in Zusammenarbeit mit der Stadt Spremberg durch. Die Maßnahme wird in dieser Zeit unter Vollsperrung realisiert werden. Der Verkehr wird dabei dann großräumig über die Bundesstraße B156 bis Bluno und über die Betriebsstraße der LMBV umgeleitet. Der Landkreis Görlitz zieht ein erstes Fazit nach der Wohngeldreform des Bundes Anfang des Jahres. Wie der Landkreis informierte, konnte durch die Einstellung zusätzlichen Personals nun eine Vielzahl von Anträgen seit dem 1. Januar 2023 abschließend bearbeitet werden. Im ersten Halbjahr sind bei der Wohngeldstelle knapp 4.000 Euro Erst-, Weiterleistungs- und Erhöhungsanträge eingegangen. Dies entspricht etwa dem doppelten Antragsaufkommen im Vergleich zum Vorjahr. Bislang war der Landkreis mit der Einführung der neuen Regelungen von einer Verdreifachung der Antragszahlen ausgegangen. Die Wohngeldstelle des Landkreises Görlitz ist für die Bearbeitung von Wohngeldanträgen der Einwohner des Landkreises Görlitz, ausgenommen der Städte Görlitz und Zittau, zuständig. Das internationale Begegnungszentrum St. Marienthal setzt derzeit mehrere Naturschutzmaßnahmen um. So wurden Anfang des Jahres in leerstehenden Kellern auf dem Klostergelände Quartiere für Fledermäuse angelegt. Im Rahmen der Aktion Saubere Neiße sammelten Freiwillige Müll aus dem Grenzfluss. Zudem werden auf Initiative des IBZ in den nächsten Monaten etwa 100 Straßenlaternen insektenschonend umgebaut. Neben der Masthöhe soll auch die Lichtfarbe angepasst werden. Schließlich bieten Mitarbeiter des IBZ allen Bewohnern im Landkreis Görlitz Unterstützung bei der Pflege und Neuanlage von Biotopen an. Der Bürgerservice der Kamenzer Stadtverwaltung bleibt für den Zeitraum vom Freitag, dem 28. Juli bis zum Freitag, dem 4. August geschlossen. Das betrifft die Bereiche Einwohnermeldewesen, Pass- und Ausweiswesen, Gewerbewesen und Gaststättenwesen. Grund für die Schließung sei eine Softwareumstellung. Die Stadt bittet zeitlich drängende Anfragen und Anliegen, besonders beim Pass- und Ausweiswesen, im Vorfeld des notwendigen Schließungszeitraums zu stellen. Auch eine Terminbuchung für den Schließungszeitraum über das Portal www.terminland.de/bürgerservice.kamenz ist nicht möglich. Der beste Freund des Menschen ist ja bekanntlich der Hund. Und wie es bei besten Freunden so ist, beruht die Verantwortung auf Gegenseitigkeit. In der neuen Hundeschule in Laubusch hat sich die Vermittlung zwischen Mensch und Hund die Trainerin Madeleine Fischer zur Aufgabe gemacht. Sie hat uns einen kleinen Einblick in ihre Arbeit gegeben. Seit Mai ist wieder Leben auf dem alten Sportplatz der ehemaligen Grundschule Laubusch eingekehrt. Welpen, aber auch schon ausgewachsene Hunde gehen hier mit ihren zweibeinigen Begleitern in die Hundeschule. Vor allem anfangs sind sie doch noch etwas verspielt und hören eher weniger auf das, was Herrchen und Frauchen wollen.
Arbeit. Mit der Hundetrainerin Madeleine Fischer beschränkt sich dabei aber keineswegs nur auf die Hunde, sondern richtet sich grundsätzlich erst einmal an die Menschen selbst. Gestartet wird deshalb meist mit einer Gesprächsrunde, wo sich Fischer über die Fortschritte, aber auch Probleme erkundigt und nützliche Tipps gibt. Genau, also vorwiegend arbeitet man als Hundetrainer ja an den Menschen. Also das heißt, wir arbeiten vorwiegend mit den Menschen. Ich leite sozusagen die Menschen an, wie sie mit ihren Hunden einen adäquaten Umgang haben, wie sie Verhalten ändern können. Auch ist mir ganz wichtig, dass ich den Leuten immer zeige, lest eure Hunde, guckt die an, was zeigen die euch für Verhalten und reagiert entsprechend darauf. Bei den Welpen geht es dieses Mal darum, dass die Herrchen ihren Vierbeinern einfache Befehle beibringen und dass sie auf Sitz oder Platz auch beim ersten Mal reagieren. Das Ganze geht, wie bei jeder Übung, über die Hundeschule hinaus. Was hier zusammen mit Trainerin Madeleine Fischer geübt wird, müssen die Hundebesitzer später im Alltag konsequent weiterführen. Also die Gruppen sind bei mir so ausgelegt, dass das 10 Stunden sind, die aufeinander aufbauen. Und das Training findet wöchentlich statt. Es besteht aber auch die Möglichkeit, wenn gerade Probleme zu Hause sind, dass wir einzeln noch mal drüber gucken und ja, daran eben arbeiten, wenn wirklich Probleme sind, die wir jetzt hier in der Gruppe nicht so speziell klären können. Mit der Hundeschule Lausitzer Seenland Dogs hat sich Trainerin Madeleine Fischer in der Laubuscher Siedlung ihren Traum erfüllt. Als Mitglied im Verein Pfote drauf arbeitet sie auch heute noch nebenbei ehrenamtlich. Doch sie wollte sich intensiver mit den Tieren beschäftigen, auch um sich mehr Zeit nehmen zu können. Also es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, Hunde bei ihrer Entwicklung zu sehen. Ne? Also gerade dann jetzt, wenn man die kleinen Welpen sieht, dann gehen die in die Junghundegruppe, dann hat man vielleicht noch einen Grunderziehungskurs und dann sieht man, wie toll die sich entwickelt haben. Oder eben auch der klassische Leinenpöbler, wenn der dann auf einmal ganz entspannt an anderen Hunden vorbeigeht, das ist richtig toll. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein total dankbarer Job, weil die Leute einem wirklich sehr dankbar sind für das, was man gemeinsam erreicht hat. Neben der Welpengruppe gibt es noch Alltagsgruppen für ältere Hunde sowie Begegnungs- und Spaßgruppen. Seit mehr als 10 Jahren arbeitet Madeleine Fischer schon mit den Vierbeinern zusammen. Mit ihrer neuen Hundeschule hat sie auf dem ehemaligen Schulgelände einen ruhigen Platz für ihren Traum gefunden. Wir kommen zum Blaulichtreport. Vielleicht war es der Hitze geschuldet, vielleicht war es aber auch Brandstiftung. Bisher ist die Ursache eines Pkw-Brandes in Obergurich nicht geklärt. Was genau passiert ist, jetzt erfahren Sie mehr. Am Donnerstagnachmittag rückte die Feuerwehr zum Kindergarten nach Obergurich aus. Aus bisher noch unbekannter Ursache fing auf dem Parkplatz der Motorraum eines VW Golf Feuer. Die Wehren aus Obergurich, Schwarznauslitz und Singwitz löschten den Brand, konnten jedoch nicht verhindern, dass er sich auch in den Innenraum ausbreitete. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei sowie der Rettungsdienst wurden am Freitagabend zu einem ausgelösten Rauchmelder alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage, zudem drang Rauch aus einem Fenster. Sofort wurde durch die Kameraden der Feuerwehr eine Löschwasserversorgung aufgebaut und zur betroffenen Wohnung vorgedrungen. Da man davon ausging, dass sich noch eine Person in der Wohnung befindet, wurde die Wohnungstür rasch geöffnet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten in einer Küche angebranntes Essen feststellen und dieses rasch liquidieren. Der Mieter wurde durch Sanitäter und einen Notarzt vor Ort behandelt. Am Sonntagmorgen wurden Kräfte des Polizeireviers Bautzen auf die Friedrich-Ebert-Straße gerufen. Laut Mitteilungen war aus dem Bereich der Turnhalle Geschrei und splitterndes Glas zu hören. Die Beamten bemerkten bei der Kontrolle des Gebäudes insgesamt 7 beschädigte Fensterscheiben. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnten die Täter nicht gestellt werden. Der Sachschaden wurde mit ca. 7.000 Euro beziffert. In der Nacht zum Samstag teilte ein aufmerksamer Zeuge dem Notruf der Polizei Lichtschein und Geräusche aus dem Gebäude eines Kinder- und Familienzentrums in Löbau mit. Sofort eingesetzte Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland konnten nach Rücksprache mit dem Zeugen noch auf dem Gelände einen 16-jährigen russischen Tatverdächtigen feststellen. Dieser war gerade im Begriff, über ein beschädigtes Fenstersegment der Eingangstür ins Freie zu klettern. In seinem Rucksack konnten die Beamten ein Smartphone und diverse Lebensmittel feststellen, die augenscheinlich aus dem Familienzentrum stammten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,46 Promille. Der Sachschaden am Objekt wurde durch einen Verantwortlichen mit etwa 200 Euro angegeben. Weiterhin stellte dieser fest, dass zusätzlich zu dem bereits aufgefundenen Diebesgut 2 Laptops und eine Spielekonsole samt Spielen und Controller fehlten.
Den Stehlschaden schätzte er auf ca. 3.800 Euro. Der Tatverdächtige wurde zu weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Polizeistation Löbau gebracht und die Eltern des Jugendlichen zum vorliegenden Sachverhalt informiert. Bei der Abholung ihres Sprösslings stellten die Beamten jedoch fest, dass die 42-jährige russische Staatsangehörige mit einem PKW Peugeot auf der Polizeistation erschien, dabei aber selbst erheblich alkoholisiert war. Der Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von umgerechnet 2,18 Promille. Ihr Führerschein wurde umgehend in Verwahrung genommen. Mutter und Sohn müssen sich nun wegen verschiedener Vergehen verantworten. Am Samstagnachmittag brannte zwischen Plesser und Gröden aufgrund eines technischen Defektes zunächst das Heck eines Mähdreschers. Der Versuch des Fahrzeugführers, die Flammen eigenständig zu löschen, verlief ergebnislos. Es erfolgte die Alarmierung der Feuerwehr. Der Mähdrescher mit Raupenlaufwerk brannte komplett aus und ca. 5 bis 6 Hektar Feld sind verbrannt. Der Gesamtschaden wurde hier auf mindestens 500.000 Euro benannt. Wir sagen Ihnen jetzt gleich mit dem Blick auf die Wetterkarte, ob es auch in den kommenden Tagen so warm und sonnig bleibt. Und was es zu erleben gibt, das verraten wir Ihnen in den Veranstaltungstipps, heute aus Niesky, Obergurich und Görlitz. Bevor wir dazu kommen, schauen wir heute im Lausitzwelle-Kalenderblatt ins Jahr 1401. Damals wurde der kleine Ort Naht zwischen Hoyerswerda und Schwarzkollm erstmals erwähnt. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Die ältesten Besiedlungsfunde für das Dorf Naht sind rund 8000 Jahre alt und der Mittelsteinzeit zuzuordnen. Offiziell erwähnt wurde der Ort erstmals 1401, damals lag er weiter nördlich an der Schwarzen Elster. Allerdings müssen die Bedingungen dort nicht optimal gewesen sein, denn als 1773 23 Gehöfte während des Kirchganges nach Hoyerswerda abbrannten, wurde das Dorf an einen günstigeren Standort verlegt. Jahrhundertelang lebte man hier von der Landwirtschaft. Mit dem Einzug der Ilse Bergbau AG veränderte sich die Lebensweise. Noch heute zeugen der Schwibbogen am Löschteich, eine Baggerschaufel und Lore von der starken Abhängigkeit der Bewohner von der Braunkohle. Bekannt wurde Naht im Zweiten Weltkrieg. Das Kriegsgefangenenlager Elsterhorst, bereits 1938 errichtet, und die spätere Nutzung als Umsiedlerlager auf dem Areal der heutigen Landesfeuerwehrschule und dem Flugplatz gehören zu den unrühmlichen Kapiteln der Geschichte. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Die Stadtbibliothek Niesky bietet am Dienstag von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr eine kostenfreie digitale Sprechstunde an, um allgemeine Fragen zu ihren E-Books, Datenbanken und anderen digitalen Angeboten zu beantworten. Dabei wird erklärt, wie die Leser diese Medien auf ihr Smartphone und Tablet bekommen. Über eine Voranmeldung per Telefon oder E-Mail wird gebeten. Zudem benötigen die Besucher einen Nutzerausweis, um an der digitalen Sprechstunde der Stadtbibliothek teilzunehmen. Der Ort Obergurich am Fuß des Mönchsweiler Bergs veranschaulicht bis zum Jahresende 2025 die Entwicklung des Landmaschinenbaus vor Ort. Die Idee dahinter ist, die historische Geschichte der alten Maschinen zu veranschaulichen. Die kleine Ausstellung befindet sich direkt im Ort und kann kostenlos besichtigt werden. Mit zahlreichen Informationstafeln und alten Geräten soll die Straße der Erinnerung vor dem Vergessen bewahren. Unter Begleitung vom Fachpersonal lernen Menschen beim offenen Makerspace in Görlitz die richtige Benutzung vom Lasercutter, 3D-Drucker, Nähmaschine und Co. Dabei dürfen mithilfe dieser Geräte eigene Designs entworfen werden. Somit ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Der offene Treff findet jeden Dienstag von 16 bis 19 Uhr statt. Die Veranstaltung ist kostenlos und es kann ohne eine Voranmeldung teilgenommen werden. Die Materialien müssen dabei selbst mitgebracht werden. Mit dem Ausklingen einer lauen Sommernacht starteten wir in diese neue Juliwoche. Nach einem Hitzewochenende bleiben die Werte weiterhin stabil. Heute erreichten wir wieder bis zu 28 Grad Spitzentemperatur. Dazu begleitete uns über den Tag ein mäßiger Wind aus dem Südwesten. Einige Wolken waren am Himmel zu sehen, die etwas Schatten spendierten. Richtung Nachmittag klarte es dann ganz und gar auf und es blieb ein blauer Sommerhimmel zurück. Wer die Möglichkeit hatte, trieb auf dem Wasser und kühlte sich ab.
Später wird es dann langsam kühler. Gegen Mitternacht haben wir noch 17 Grad. Erst in den Morgenstunden zum Dienstag wird es noch etwas kälter. 6 Uhr zeigt die Temperaturskala noch 13 Grad Celsius. Morgen klettern dann die Werte vergleichsweise langsam. Für die Mittagszeit haben wir dann erst 22 Grad in der Voraussage. Erst gegen Abend sind die Luftmassen wieder richtig aufgeheizt und so bekommen wir zum Feierabend im Flachland der Lausitz wieder 26 Grad. In der Nacht sinken die Werte dann deutlich auf minimal 13 Grad ab. Im Bergland der Lausitz haben wir dagegen keine großen Schwankungen zwischen Tag- und Nachttemperaturen zu erwarten. Tagsüber klettert das Quecksilber auf 23 Grad. Minimum in der Nacht steht nur mit 5 Grad weniger, mit 18 Grad in der Voraussage. Am Mittwoch gehen die Werte wieder hoch auf 28 Grad, in der Spitze in Lauter und Elsterwerda. Wer im Seeland lebt, sollte sich die Chance auf etwas Abkühlung im ehemaligen Tagebau nicht entgehen lassen. Wassertemperaturen um die 24 Grad sind aktuell möglich. Am Donnerstagvormittag kommen dann endlich auch mal wieder ein paar Tropfen vom Himmel. Zwar nur wenige am Vormittag, aber immerhin ein bisschen Unterstützung für die Hobbygärtner beim Gießen. Schon in den Mittagsstunden haben die Regenwolken die Lausitz aber schon passiert. Die nächste Chance gibt es dann gleich nochmal am Freitag. Und das war sie auch schon, die Drehscheibe Lausitz vom Montag. Hier folgt danach gleich die Regionalzeit aus dem Lausitzer Seenland. Sollten Sie uns per Internet-Livestream oder Kabel zuschauen. Am Ende unserer Sendung gehen wir jetzt raus in die Lausitzer Natur. Dabei schauen wir heute auf die Kornblume. Sie ist seit jeher das Sinnbild für natürliche, zeitlose Schönheit. Die wilde Art prägt im Sommer ganze Landstriche mit ihrem unverwechselbaren Blau. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn Sie mögen, ab 18 Uhr mit der Drehscheibe Lausitz im Lausitzwelle Fernsehen und um 18.30 Uhr auf Sachsen 1 per Satellit. Bis dahin, tschüss. Natürlich Lausitz. Die Kornblume, auch Ziane genannt, gehört zur Familie der Korbblütler. Die einjährige krautige Pflanze wächst bis zu einem Meter hoch. Ihre sprichwörtlich leuchtende, kornblumenblaue Farbe verdankt sie ihren Blütenblättern, die unter der UV-Strahlung des Sonnenlichts fluoreszieren und so schon von Weitem auffallen. Ihr gehäuftes Auftreten innerhalb oder am Rande von Getreidefeldern hat ihr bereits im Mittelalter den Namen Kornblume eingebracht und sollte wohl darauf hindeuten, dass es sich um ein Getreideunkraut handelt. Allerdings gehört die Kornblume nicht zu den ursprünglich in Mitteleuropa beheimateten Pflanzen. Bereits aus der jüngeren Steinzeit um 7500 vor Christus stammende Vorkommen von Kornblumen konnten nachgewiesen werden. Ursprünglich stammt die Pflanze wohl aus dem östlichen Mittelmeergebiet und ist vermutlich mit Saatgut von dort aus eingeführt worden. Seitdem der Mensch Ackerbau betreibt, ist die Kornblume eine ständige Begleiterin von Getreidefeldern. Die lange Blütezeit erstreckt sich dabei von Mai bis in den Oktober hinein. Auf Brachflächen und Wegerändern sowie auf Getreidefeldern ist die Kornblume sehr häufig auch in Gesellschaft mit dem purpurrot blühenden Klatschmohn anzutreffen. So ist leicht zu schlussfolgern, dass diese Art Zweckgemeinschaft dem Anlocken von Insekten dienen soll. Während der Klatschmohn dabei eher bedeutungslos ist, kommt der Kornblume durchaus ein gewisser Stellenwert in der Imkerei zu. Aufgrund des mit 34% recht hohen Zuckergehalts ihres Nektars ist sie eine von Imkern geschätzte sogenannte Nebentracht. Erstmals wissenschaftlich erfasst und beschrieben wurde die Kornblume bereits 1753 durch den Botaniker Carl von Linné. Lange Zeit war sie jedoch durch Überdüngung der Felder auch in der Lausitz eher selten geworden. Zudem hat sie die Unkrautbekämpfung mit Herbiziden weitgehend von den Feldern verdrängt. Mittlerweile ist sie zurückgekehrt und wirkt quasi als Bioindikator, der anzeigt, wie stark die Felder in den vergangenen Jahren gedüngt wurden. Verwendung fand die Kornblume in früheren Zeiten auch bei der Herstellung von Arznei. Heutzutage sind ihre Blüten allenfalls noch in Teemischungen als sogenannte Zierdroge zu finden. Auch in Kosmetikartikeln finden sie kaum noch Anwendung. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.